Hey Chooms und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream, heute mit Helldivers 2. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spielen wir eine geschmeidige Runde Helldivers 2. Falls ihr Bock habt mitzuspielen, könnt ihr das gerne tun. Schickt mir einfach eine FA und ihr seid mit live dabei. Einen Discord habe ich. Alles findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie ihr seht, bin ich... Ja, okay, ihr seht das jetzt natürlich nicht. Ich bin Level 16, bin jetzt gerade auf meinem Schlachtschiff. Die USS Hammer des Krieges. Ihre Kameraden wüten bereits gegen die Tyrannei des Feindes. Ah, los geht's. In Ordnung. So, wir werden jetzt einmal schauen, was neu ist. Und zwar habe ich gerade gesehen, ich habe da so einige Medaillen bekommen. Werde ich gerade mal schauen. Okay, über Credits. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich habe da so einige Medaillen erhalten, warum auch immer. Ich hatte eigentlich nichts gemacht. Aber gut, lösen wir es einmal ein. Und zwar die G16 Einschlaggranate. Ja, können wir mal holen. Schalten wir frei. Über Credits, kann man immer gut gebrauchen. Ja, nimmst du das jetzt mal oder nicht? So, dann haben wir ein Emote und zwar den Handschlag. Den können wir eigentlich, wobei... Ich glaube, dann nehmen wir dann doch lieber das Set hier. Held der Föderation. Den Rest müssen wir alles noch freischalten. Das fehlt mir auch noch. Und das. Und das. Und das. So. Der galaktische Krieg wartet nicht. Sind Sie bereit, Helldiver? Dann schauen wir mal. Oh, ich sehe gerade. Eingehende Nachricht von der Übererde. Unter großen Anstrengungen konnten die Helldivers die Expansion der Termiden erheblich einschränken. Die Bugs konnten zwar einige einst makellose Welten befallen, noch viele sind noch unversehrt von der Tyrannei und befreit für die Demokratie in der Besiedelung. Die Entfernung des Befalls wird mühevoll sein, aber viele wenige Ressourcen erfordern, als in unseren Worst-Case-Szenarien prognostiziert wurde. Was? Was ist das denn für ein Zungendreher? So, schauen wir mal. Okay, die Termiden, die haben ordentlich abgenommen. Es sind nur noch 4 Felder frei. Und ich sehe gerade, dass die Roboter tatsächlich hier vorne was zugenommen haben. Ja, ich würde sagen, wir werden weiterhin uns um die Termiden kümmern. Helldiver. Wir werden uns aber hier mal für ein schnelles Spiel anmelden. Initiiere FTL-Sprung nach das Gautrier-System. Wenn man das Schiff noch lackieren könnte, das wäre mega geil. So, Orbitalsperrfeuer, Tiefe, Präzisionsschlag, Stalwart, Guard Dock und meine geliebte Gatling-Geschütz. Helf mal den Leuten da unten. Was leckt das denn so? Hey Divers, ich komme euch zur Hilfe! Ich komme euch zur Hilfe! Fordere
Hey Chooms! Ich bin da! Yay! Ab in den Dreck! Da kommt ein fettes Vieh auf uns zu. Okay, es war ein fettes Vieh. Hat jetzt definitiv abgenommen. Hoho! Na, da will aber jemand abhauen. Ah, bekomme ich ein bisschen Besuch hier. Oh, da kommt ein größeres Vieh. Zwei größere Viecher. Au! Oh, 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 da kommt eine Säure. Da kommt ein Säurevieh an. Da kommt ein Giant. Friss das! Missgeburt! Nein, es läuft raus! Nicht mit mir, Bitch. Oh, ich bekomme Besuch. Von der Säuremama. Direkt von dreien. Nicht gut. Überhaupt nicht gut, Mama. Scheiße. Ey! Das ist ja voll verseucht hier. Drecksvieh. Ich habe auch schon fast keine Munition mehr. Letztes Nachladen. Jo, letztes Nachladen. Ihr habt's gehört. Ohohohohohohoho. Ihr werdet uns niemals unser Leben diktieren. Ei, caramba. Komm, komm, Toro, mein Freund. Nein! Bams! Voll in das Mistvieh gelandet. Und ich bin am Rennen. Ich habe eine richtig beschissene Waffe. Nein! Muss Eis wechseln. Was? Eis wechseln? Ach du Scheiße. Was ist das denn für eine Behinderung? Oh!
Eieieiei. Klatsch, da war es nur noch Matsch. Da muss ich mal wohl mit der Uzi weitermachen. Wem auch immer den Flammenwerfer gehört, jetzt ist es meins. Flammende Feuerbälle. Fress das, ihr Drecksviecher. Für die Demokratie. Wo kommt der denn jetzt her? Alles für unseren Bund. Komm her, Bitch. Verbrenn in Hölle, Missgeburt. Ja, die Helldivers sind da, genau. Und jetzt bewegt deinen Arsch. Sonst sterbst du. Vorräte wo? Ah. Ja, jetzt habe ich mir die Vorräte genommen, Kollege. So, Evakuierung ist im Laufen. Jetzt müssen wir erstmal dahin. Das würde klappen. Das Ziel sehe ich ja schon fast. So, meine Ausdauer ist wieder voll. Also können wir weiter. Let's go. Ich sehe aber auch, die haben auf jeden Fall schon epische Proben gesammelt. Ah, wir sind schon da. Perfekt. Seltene Probe gesammelt. Wild.
Na, wo kommen sie denn? Muss noch anderthalb Minuten durchbringen. Gatling-Geschütz noch 20 Sekunden. Sehr gut. Für die Demokratie! Boom, bitch! Oh, 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 da kommt die Mama. Oh, da kommt Big Papa. Einfach reinballern, das hilft. Pelikan 1 nähert sich Abholung. Pelikan 1 setzt zum Landen an. Passt auf, wo ihr steht. Lade nach! Anfrage bestätigt. Let's go, Leute. Komm, 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 komm. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt. Boah, was sie uns bombardiert haben. Wahnsinn. Die Freiheit hat sie gestärkt. Und direkt ein Erfolg. Jetzt habe ich aber ein Hallo, oder? Ja, Leute, beim nächsten bin ich auch mit dabei. Oh, direkt ein Level up. Level 17. Jawohl. Wild. Da bin ich gerne dabei. Ich sehe aus, als wäre ich gerade aus dem Sumpf gekommen. Ah, da fehlen mir noch zwei epische. Kann ich das freischalten? Ach, ist was Neues dazu gekommen? Auch nicht schlecht. Ich komme. Scheiße. Ich konnte jetzt nicht meine Waffe aussuchen. Heldportstart initiiert. Thank you.
Bams, voll ins Haus gelandet. Los jetzt. Fürchten Sie weder Tod noch Tyrannei. Gerechtigkeit ist unser einziges Ziel. Forderung der Kippenverfahren. Oh, Big Mama kommt. Oh, zwei Big Mamas. Was? Da war der Kopf. Der ist noch dran. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Nicht die Mama. Nein, 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 nein. Wo kommen die her, die Drecksviecher? Klatsch! Zeig mir den Feind! Fickt euch, ihr Drecksviecher. Quatsch. Für die Freiheit! Wir kommen der galaktischen Befreiung näher. Evakuieren Sie, sobald Sie soweit sind. Pelikan 1 ist im Gange. Kostet ein wenig Demokratie!
Verstärkung wurde losgeschickt. Nein! Ich hoffe, der hat jetzt alles mitgenommen. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Die Freiheit hat sie gestärkt. Ich hoffe, der hat jetzt alles mitgenommen. Die ganzen Proben. Die ich fallen lassen hab. Durch den sein fucking Laser. Schwein gehabt, der hat's ja mitgenommen. Für die Demokratie. So, jetzt fehlt mir nur noch der Helm und das Emote und dann habe ich den Slot auch wieder da. So, Kollege, also ich bin bereit. Lass es krachen. Lass es krachen. Aber ich würde mir auf jeden Fall eine andere Waffe nehmen. Maschinenpistole, Punisher, Schrotflinte, Breaker, Präzisionsgewehr, nein. Sturmgewehr, Maschinenpistole. Ich nehme mir die Maschinenpistole, weil diese energiebasiert, die ist ja total zum Kotzen, Alter. Die beim ersten Einschlag detoniert. Oh, das hört sich gut an. Die hat sogar mehr Schaden. Sehr gut. Für die Demokratie. Hä? Hat der jetzt echt verlassen? Dein Ernst? Oh, jedes Mal treffe ich Gruppen, die direkt wieder rausgehen. Eine Mission gemacht, bumm, Host hat das Spiel verlassen. Willkommen an Bord, Herr Diver. Ich freue mich mit Ihnen. Habe ich dann wenigstens noch die Waffen? Ja, habe ich. Ah, suchen wir mal eine neue. Die Galaxie erwartet Ihre Rettung. Wählen Sie eine Operation und befehlen. Verbündeter Zerstörer im Geschwader. Aktiviere Orbitaldüsen. Auch in eine sehr hohe Gruppe. Orbit synchronisiert. Ach, die sind noch nicht bereit. Ah.
Die fangen gerade erst an. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Hellportstart initiiert. Bugs töten. Das Schicksal aller Menschenkinder liegt in ihrer Hand. Bitte stärkere Waffen! Er bitte geschützt! Ausrüstungspaket tritt ein. Kommt nur! Drecksviecher, kommt her! Ich warte auf euch. Oh, das ist aber ein großes Vieh, hä? Huh? Nein! Die Proben dürfen wir nicht verlieren und nicht vergessen. 3 habe ich jetzt schon. Wow, Kollege, mach mal halblang hier. Ich weiß, dass wir gerade hier Bugs töten müssen, was das Zeug hält, aber wir sollten auch definitiv die Proben sammeln. Und es wäre kontraproduktiv, wenn du mich killst. Oh, da kommt Big Mama. Ich komme hier echt nicht runter. So, da fliegen die Bugs nur noch. Wow!
Jawohl. Ich gehe direkt ins Raumschiff rein, damit die Dinger definitiv safe sind. Shuttle-Start in 20 Sekunden. Evakuierung abgeschlossen. Ah, Schwein gehabt. Ich habe denen sogar die letzte Mission mitgeholfen. Ja, 14 Proben. Kann man gut mit was anfangen. Sehr gut. Sehr gut. Für die Demokratie. Sieht aus wie eine Drecksau. Herr Diver, schön, Sie an Bord zu haben. Willkommen zurück. Die Demokratie breitet sich dank Ihnen weiter aus. Herr Diver, führen Sie die Befreiung der Galaxie an. Ich? Das ist nicht mein Raumschiff, Kollege. Das ist nicht mein Raumschiff. Ich habe hier nichts zu sagen. Ich bin nur der Helfer. Ich helfe hier nur. Ich bin am Farmen. Ich muss noch Level 20 werden. Naja, aber... Ich sag ja, also Leute, für die Leute, die sich wirklich überlegen, Helldivers zu holen, holt es euch. Es macht mega Spaß, einfach reinzuspringen, Nebenmissionen zu machen und dabei Bugs zu killen oder dementsprechend noch Autobots. Also... Es macht mega Spaß, gerade wenn man zusammen mit irgendwelchen Leuten spielt, beziehungsweise selbst mit Freunden zusammen spielt. So, und da hat er natürlich der Host mal wieder verlassen. Super geil, wie immer. Und das Problem. Das ist das einzige Problem, was mich ein bisschen abfuckt. Jedes Mal, wenn man eine Mission macht, dass die Leute dann auf einmal das Spiel verlassen. Das ist scheiße. Es ist einfach scheiße. Man tritt einer Gruppe bei, denkt sich, boah, geil, da kann man jetzt ordentlich farmen, aber am Arsch. Wie viel Credits habe ich eigentlich mittlerweile? Ey, ich habe fast 30.000 Credits. Das ist... Und jedes Mal muss ich eine neue Gruppe finden, weil alleine... Gerade in der Schwierigkeitsstufe extrem, das ist schon, das schafft man nicht alleine. Mehr, aber was ich sagen wollte, wenn ihr Freunde habt, mit denen ihr zusammen zocken könnt, tut es. Tut es. Es ist was anderes, wie das, was ihr so kennt. Ja, ich meine, ihr seht es jetzt gerade so. Aber es ist so geil. Es ist wirklich so geil. Weil man kann hier richtig die Sau rauslassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann eigene Fähigkeiten aussuchen und let's go, lass krachen. So, und ich komme jetzt zur Hilfe. So sieht's aus. Tag ist ein guter Tag, um für die Demokratie zu sterben.
nicht ein. Alter, gerade gespawnt und ihr geht mir jetzt schon auf den Sack, Alter. Gerade diese Drecksfliegenviecher, Alter. Gerade Öl am Farmen für ja das Raumschiff, ja, und dabei am Verteidigen. So, da ist ein Geschütz. Haben wir noch irgendwelche Proben hier? Ach, du Drecksau. Boah, Alter, was da für eine Masse kommt. Das ist krank. Oh. Elitefeind, nördlich, 50 Meter. Da kommt Big Mama. Da kommt Big Mama. Big Mama. Scheiße. Wie machen wir die jetzt platt, Alter? Hey, Big Mama, guck mal hier. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, komm genau zu mir, komm. So, ich habe ein kleines Souvenir für dich, du Missgeburt. Was? Der ging voll daneben? Nee, scheinbar wohl doch nicht, weil Big Mama ist kaputt. Fick dich. Sorry für die Ausdrucksweise. Aber die ist wirklich eine richtige Abfuckerin. Und wenn man direkt zwei davon noch hat, oh, dann wird's lustig. Definitiv. Drecksviecher. Geht mir echt auf die Nüsse. Muss den anderen Leuten jetzt hinterher. Für den Wohlstand!
Ah! Ja, bitte Orbitalschlag! Watch! Jawohl, so muss das sein. Wichtig ist hierbei tatsächlich, dass ihr nicht auf eure Teamkameraden schießt, weil es ist hier tatsächlich Friendly Fire. Also, ihr könnt tatsächlich eure Teamkameraden auch killen. Nur mal so am Rande. Also da aufpassen, wo ihr tatsächlich hinschießt. Wir müssen langsam echt zum Evakuierungspunkt, Leute. Und ich bin hier gerade alleine und versuche hier jetzt irgendwie zum Dings zu kommen. Hier sind noch keine Proben, 2 Stück. Wäre schön, wenn wir das schaffen. Drecksbugs! Also ganz wichtig bei diesem Game ist teambasiert. Also wie gesagt, das ist Big Mama. Also die ist schon kaputt. Letztes Nachladen.
Jawohl, so muss das sein. Ankunftszeit 30 Sekunden noch. Ne, wichtig auf jeden Fall, es ist teambasiert und ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass ihr zusammen als Team spielt und nicht alleine oder gegeneinander. Hier ist Pelikan 1. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Pelikan 1 setzt zum Landen an. Passt auf, wo ihr steht. Und rein da. Bereit machen zum Abflug. Evakuierung abgeschlossen. Pelikan 1 hebt nun ab. Unser Sieg stand außer Zweifel. So muss das sein. Oh, das gibt jede Menge Kohle. Boah. Safe Level 18. Sei schon, safe Level 18. Noch zwei Level. Bin ich Level 20. Dann habe ich einige Sachen wieder freigeschaltet. Neue Waffen etc. pp. Also wie gesagt, es ist ein truppenbasiertes Game. Also ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr mit dem Team spielt. Und nicht gegeneinander oder einzeln oder sonstiges. Also es ist ein mega geiles Game, definitiv. Es macht Spaß. Es hat zwar seine eigenen Bugs, so wie jetzt gerade mit dem Ladescreen. Aber so im Großen und Ganzen ist das Spiel schon sehr nice. Also kann ich nur empfehlen. Ja, ich habe mir die Elite-Version geholt, deswegen habe ich auch nämlich diese Rüstung. Aber dementsprechend, Leute, das Spiel ist so geil. Kommt und kämpft für uns mit, für die Demokratie. Also ist, wie gesagt, mega geil. Solltet ihr definitiv ausprobieren. Nur irgendwie... Ja, wie ich ja gerade eben gesagt habe, der Ladescreen. Scheinbar hänge ich irgendwo fest, weswegen ich jetzt mal ganz kurz auf Pause stelle und das Spiel neu starten werde. Leider haben wir genau sowas öfters ein Problem mit. Warum auch immer. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Das hat Helldivers tatsächlich immer noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt. Und hey, ich habe schon 20 Trophäen von 38, also 18 Trophäen fehlen mir noch. Obwohl sie am 4. Juli tatsächlich einen Patch runtergeladen haben.
Richtig komisch, aber gut. Egal. Das haben sie halt leider immer noch nicht gefixt, aber gut. Wen das nicht stört. Ich weiß nicht, wie es auf der PlayStation oder generell auf Konsolen aussieht. Es ist tatsächlich auch Cross-Gaming, das heißt auch PlayStation-Spieler können mit PC-Spielern zusammenspielen, etc. pp. Also. Seht euch den Trailer an. Unsere Heimat. Wohlstand. Freiheit. Hallo. Demokratie. Unsere Lebensweise. Oh, hallo. Aber Freiheit ist nicht umsonst. Mann! Süße Freiheit! No! Kennen Sie das? Szenen wie diese ereignen sich genau jetzt in der gesamten Galaxie. Sie könnten der Nächste sein. Es sei denn, Sie treffen die wichtigste Entscheidung Ihres ganzen Lebens. Beweisen Sie sich selbst, dass Sie die Stärke und den Mut haben, um frei zu sein. Werden Sie ein Helldiver. Werden Sie Teil einer friedenssichernden Elite-Truppe. Sehen Sie exotische neue Lebensformen. Und verbreiten Sie die gelenkte Demokratie in der ganzen Galaxie. Werden Sie ein Held. Werden Sie eine Legende. Werden Sie ein Helldiver. Also wisst ihr Bescheid, Jungs. Kauft euch das Spiel. So, aber irgendwie funktioniert das jetzt gerade mit dem... Irgendwie will der gerade nicht. Warum auch immer. So, ich habe jetzt einige Sachen. Somit kann ich hier mein Kommandodings noch mal ein bisschen aufwerten. Den Handwagen. Was auch immer das ist. So, jetzt brauche ich von 150 von allen. Um das dann noch weiter aufzurüsten. Okay. Und das ist auf jeden Fall neu. Verringert die Nachladezeit für alle Unterstützungswaffen um 10%. Ah, okay. Was ändert sich hier? Ach, Leute auf dem Schiff. Ah, okay. Ui, das sind aber richtig dicke Wummen. So, ich will auf jeden Fall Level 20 werden, weil, boah, was ich, ich kann hier rein theoretisch alles kaufen. Aber mir fehlt auf jeden Fall noch das Level. Mir fehlt definitiv das Level. So, da haben wir 24. Damit können wir das hier holen. Und jetzt noch der Helm und dann habe ich das auch komplett. Und noch zwei Level. Aber warum? Also ihr seht das jetzt nicht, aber bei mir Demokratie ruft um Hilfe. Nur ist das Spiel nicht wirklich ganz... Naja. Egal. Schnelles Spiel. Lass krachen. Missionskoordinaten festgelegt. Hellports bereit. Aktiviere Orbitaldüse.
komme zur Hilfe! Was haben wir hier unten? Oh, ganz großes, böses Loch. Markiere Position. Südwestlich. Egal. Wag. Südwestlich. So, ihr braucht Hilfe. Ich bin unterwegs. Einfach mal reinpflastern. Hilft immer. Scheiße, ich hätte meine Gatling-Geschütze noch nicht rufen sollen. Oh, verreckt. Alter, ich hab den Kopf weggeschossen. Nein, das Drecksvieh läuft weiter. Was ein Berserker, ohne Scheiß. Alter, du Drecksvieh. Ich sag ja, ich hab den Kopf weggeschossen, aber nein, das Drecksvieh läuft weiter. Oh, Big Mama. Schnell weg hier. Nein.
jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auf jeden Fall irgendwie wegkommen. Das schreit von Hellbombe, Alter, und in dem Moment knallt's. Wie gesagt, da muss man auf jeden Fall definitiv drauf aufpassen. Weil, ihr habt gerade gesehen, ich bin fast verreckt. Oh shit. Holy shit. Eieieiei. Oh, fuck. Auf jeden Fall geklatscht. Uiuiuiuiuiui. Na, du willst es noch wissen, ha? Huh? Drexy. Vorräte.
erwartet Ihre Befehle. Wir haben so den AT-ST hier gelassen. Knallt's aber so richtig. Das sieht aus wie so ein wandelnder Schrimp. Wow. Boah, hier ist die Hölle los. Und rein da. Boah, geiles Ending. Geil. Ein weiterer Sieg für die richtige Seite der Geschichte. Oh, da ist schon jemand Level 100. Wild. Willkommen an Bord, Herr Diver. Es können nie genug Helden für den Frieden kämpfen. Für die Demokratie. Ich sehe nichts mehr auf meinem Helm.
sind die schon wieder raus. So ein Scheiß. So ein Scheiß. So, dann schauen wir mal. Können wir noch nichts kaufen. Okay. Gut. Also das waren die ersten Einblicke von Helldivers 2. Du bringst die Demokratie voran. Ist online und ich würde euch das definitiv empfehlen. Ja, gerade als Koop mit eurem Team zusammen zu spielen gegen ja, Bugs, wie ihr ja gesehen habt, und davon reichlich. Und je höher das Level, desto schwieriger wird es und desto mehr kommen auch, ne? Nur mal so am Rande. Ja, ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick von Helldivers 2. Ich verabschiede mich hier und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vergesst nicht zu abonnieren und ein Follow da zu lassen. Schaut mal unten in meine Videobeschreibung. Dort findet ihr alle Links, die ihr so findet. Und in diesem Sinne, Chooms, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.